Hallo, ich bin der Dominik und das ist meine Kollegin die Natascha. Und wir zeigen euch heute, wie man ein Hinterrad ein- oder ausbaut im Falle einer Panne zum Beispiel. So, bei der Demontage des Hinterrades lösen wir mal die Kette und entfernen diese. Dann entfernen wir die Schutzkappen und lösen die Schraubenverbindung auf beiden Seiten. Dann kann man das Rad vorsichtig entnehmen. Und Vorsicht beim Motorkabel. Das Motorkabel kann man einfach auseinandernehmen. Das war's. So, beim Einbau des Hinterrads sollte man vorab beachten, dass das Kabel richtig verläuft, das Motorkabel, dass man das wirklich, da gibt es eine Außenannehmung drauf und dass das dann nicht verknickt wird oder sonst beschädigt wird. So, bei der Montage des Hinterrades muss man auch beachten, dass die Bremsscheibe richtig in die Bremse verläuft, dass das nicht daneben steht. Und vor allem bei der Kette muss man schauen, dass die Kette, wenn man das Rad reinlegt, dass das hinterm Kranz verläuft. Danach wird das Motorkabel zusammengesteckt und da sollte man unbedingt darauf achten, dass die Pfeilrichtung richtig ist, dass das eingehalten wird. Des Weiteren muss man beachten, dass bei dem schwarzen Blättchen, dass das genau so eingebaut wird, dass der Zapfen in die richtige Richtung zeigt.